Unruhen in den Dakotas. Verteil gleich viele riesige Kampfroboter an beide Seiten. Und dem Gewinner erzählst du nachher, wir hätten seine Seite von vornherein unterstützt. Illegale Einwanderung. Bilde die neuen Mitbürger zu Piloten für die Kampfroboter aus. Kritik, unsere Innenpolitik sei zu abhängig von riesigen Kampfrobotern. Das sollen Sie meinem Pressesprecher erzählen, dem neuen Verstümmelomat 9000. Wenn das wieder die Typen von der Air Force One sind, sag ihnen, sie kriegen den Schlüssel erst wieder, wenn sie das Zauberwort sagen. Ruhe, Max, der Commissioner ist dran. Totaler Zusammenbruch der Wirtschaft und Untergang der westlichen Zivilisation? Beim großen grinsenden Kopf von Johannes dem Säufer mit Schweinsledermütze in einem Bowlingkugelsack sind schon unterwegs. Wir müssen uns um eine Computerkrise kümmern, Kleiner. Haben wir schon versucht, das Ding kurz aus- und wieder einzuschalten? Die Sache ist größer, Max. Computer im ganzen Land spielen verrückt. Flugzeuge fallen vom Himmel, Atomreaktoren nähern sich der Kernschmelze. Und tausende von käsegesichtigen Computerfreaks sind gezwungen, rauszugehen und mit normalen Leuten zu reden. Eine Horrorvision. Wo fangen wir an, Sam? Der Bundesverband der schlauen Jungs, die Ahnung von Computern haben, meldet landesweit gigantische Elektronenimpulse. Und eine der stärksten Quellen ist gleich hier in der Nähe. Was für ein unglaublich praktischer Zufall. Wie finden wir denn einen Elektronenimpuls? Keine Ahnung. Gehen wir. Der haarige Hintergrund zu Brady Cultures Hypnose-Hype. Der Teddybär, der einen Fernsehsender terrorisiert hat. Hast du Hunger, Leonard? Gut, dann vielleicht später. Auch wenn er nur eine Marionette war, Max, findest du es nicht unpassend, den Kopf eines früheren Präsidenten im Schrank aufzubewahren? Du hast recht, Sam. Besorg mir bitte einen Speer. Der Thron von Präsident Max. Hey, da kommt eine Parade. Ich liebe Paraden. Oh, tut mir leid. Ist wieder nur ein aufgebrachter Mob, der gegen deine barbarischen Pläne zum Schulessen protestiert. Schon wieder? Die erkennen einfach kein wahres Genie. Sam. Nirgendwohin, zumindest nicht in dieser Rostlaube. Die müssen wir zuerst zusammenflicken. Ach, stimmt ja. Bis zu der Explosion war mir nie klar, wie wichtig das Teil war. Secret Surf Ice Cream? Auf die Tarnung fällt doch kein Idiot rein. Eis! Ich nehme 2 Kugeln Vanille mit Sahne. Hallo, Sybil, hast du... Ich bin umzingelt! Blitzschlag! Blitzschlag! Halt lieber Abstand, Max. Sybil ist wohl endgültig übergeschnappt. Na endlich! Mit ihrem relativ stabilen Geisteszustand hat sie den Rest der Gegend hier noch schlimmer aussehen lassen. Zurück, Teufelsdämonen! Mit dem Schwert der Rechtschaffenheit verbanne ich euch ins Nichts! Das erinnert mich an unsere Motivationsvorträge, die wir damals bei den Bibelkursen gehalten haben. Wenn ich mir das genauer anschaue, sieht das aus wie unser letzter Fall. Und der vorletzte und der vorvorletzte. Wenn es irgendwas gibt, was ich inzwischen auf den ersten Blick erkenne, sind das Hypnosegeräte. Und diese komische Brille ist eins. Schleudere stechende Wolken der unheiligen Zerschmetterung! Um sie aus dieser Trance rauszuholen, ist ein kräftiger Schlag auf den Kopf nötig. Weißt du, wenn man seinen Beruf wirklich liebt, fühlt sich das, was man tut, gar nicht mehr nach Arbeit an. Zurück, ihr Dämonen! Zaubere Schutzwahl der stinkenden Ekligkeit! Ich komme nicht nah genug an sie ran, Max.
Sie hat Folgendes gesagt. Das +2-Schwert wird mir gehören. Mir! Na, wenn das nicht unsere liebste ethisch behinderte Ratte ist, Jimmy Zweizahn. Sam hat sich schon gefragt, in welches Loch du dich wohl verkrochen hättest. Ich bin zutiefst gerührt. Genauer gesagt habe ich mich gefragt, welche peinliche Haltung wir nehmen sollten, wenn wir dich ausstopfen und an die Wand hängen. Oh, Zitter und Pipper, ich bepiss mich gleich vor Angst. Wollt ihr jetzt was kaufen oder was? Was hast du so getrieben, Jimmy? Och, das Übliche halt. Bisschen gehäkelt, an meiner Sonnenbräune gearbeitet. Was glaubt ihr denn, was ich getrieben habe? Es ist nicht leicht, sich selbstständig zu machen. Wir werden die Verbraucherzentrale über deine Einstellung Kunden gegenüber in Kenntnis setzen. Wird's langweilig, im Pool vom Weißen Haus rumzuhängen? Wir hatten rumgehangen, Klugscheißer. Ich habe Beziehungen gepflegt. In Washington kriegt man immer noch die besten Tipps als Waffenhändler. Vielleicht war es doch keine so gute Idee, das Oval Office wieder hierher zu verlegen, Sam. Was versucht ein kleiner Ganove wie du denn hier zu verkaufen? In der Hoffnung auf einen erfolgreichen Geschäftsabschluss werde ich diese unnötige Beleidigung mal überhören. Ich biete das Neueste im Bereich zwischenmenschlicher Abwehrtechnik. Du bist Waffenhändler? Das klingt so billig. Ich verkaufe Seelenfrieden. Treibst du dich immer noch mit den Skin-Typen rum? Mir wurde klar, dass ich ihre extremen Ansichten nicht mehr teile. Wahrscheinlich hast du nur angefangen zu frieren. Oder warst es leid, jeden Morgen dein ekliges, nacktes, rosa Fleisch im Spiegel zu sehen? Sagen wir mal, es gab mehrere Gründe für meinen Austritt. Wir sehen uns dann, Jimmy. Vielleicht, falls ihr mich finden könnt. Hey, Finger weg von den Sachen, ihr Ferkel! Was läuft denn so, Jimmy? Ich bin ein einfacher Geschäftsmann, der versucht, ehrlich über die Runden zu kommen. Freelance Police, Jimmy. Du bist verhaftet. Leiste keinen Widerstand, dann wenden wir nur exzessive, unnötige Gewalt an, statt mittelalterlicher Brutalität. Versuch das ruhig, elende Bullen. Das hier ist immer noch ein freies Land. Noch. Ich arbeite dran. Was hast du denn so auf Lager? Im Moment habe ich nur diese Kanone hier. Aber ihr seht aus, als solltet ihr lieber erstmal mit Handfeuerwaffen anfangen. Wir haben schon welche. Ach ja? In welcher Tasche denn? Glaub's ihm lieber einfach. Was soll die Kanone denn kosten? Die ist nicht zu verkaufen. Der unbegabteste Waffenschieber aller Zeiten. Ich will sie nur euch nicht verkaufen. Ich verkaufe nicht an Bullen. Das ist mein Ehrenkodex. Aber wir zählen ja wohl kaum als Bullen. Stimmt. Ich hab gesehen, wie stümperhaft ihr arbeitet. Wenn ich euch die Kanone verkaufe, dauert es wahrscheinlich keine 3 Sekunden, bis das Karnickel sie auf meine Nase richtet. Verkauf uns die Kanone, Jimmy. Ich hab's euch doch gesagt, die ist nicht zu verkaufen. Wir sehen uns dann, Jimmy. Was läuft denn so, Jimmy? Ich bin ein einfacher Geschäftsmann, der versucht, ehrlich über die Runden zu kommen. Wir sehen uns dann, Jimmy. Was zum? Ich bin eingeklemmt! Als Präsident gedenke ich, mich der Problematik des Übergewichts bei Ratten ohne Umschweife anzunehmen. Lass mich hier raus! Ach, wir lassen dich noch früh genug daraus, Jimmy. Früh genug. Hallo, Bosco.
Zum Gruße und ein fröhliches Hallo, meine Freunde von der Mietstadtwache. Sam, warum habe ich plötzlich diesen animalischen Trieb, Bosco tierisch zu vermöbeln? Weil er rumquatscht wie ein Renaissance-Markt, Shire Max. Das löst einen instinktiven Flucht- oder Kampfreflex aus. Ich bin El Bosco Drill, der Ausgerastete, ein kampfstarker Halbelfenjäger. Also dann, Bosco. Während Max Zwangsjacke und Chlorpromazin vorbereitet, könntest du uns doch erzählen, warum du ein Elf geworden bist. Halbelf, bitte. Und ich werde euch sagen, warum. Ich habe mehrere Lieferantenverschwörungen hinter mir. Man hat mit Raketen auf mich gefeuert. Und jetzt habe ich noch rivalisierende Waffenhändler mitten in meinem Laden sitzen. Ja, und? Hier ist es für mich nicht mehr sicher. Ich verlege mein Geschäft an den einzigen Ort, wo ich mich hundertprozentig sicher fühle. Ins Internet. Was hat dieser ganze Internetkram denn mit deiner Karriere als Elf zu tun? Als Halbelf! Weil sich jeder im Internet einen Avatar aussucht. Ein anderes Ich. Etwa einen Zwerg oder einen Ork. Oder eine scharfe 16-Jährige, die neugierig ist auf die Erwachsenenwelt und zu jedem Experiment bereit. Ich hätte nie geglaubt, dass das geht, aber er ist als Elf irgendwie weniger unheimlich. Als Halbelf, Narr! Ach, vergesst es. Ihr Jungs wisst einfach nicht, wie so ein Computer funktioniert. Du verlegst deinen Laden ins Internet? Was wird denn dann aus uns? Wir fürchten uns vor Computern und misstrauen ihnen. Keine Sorge, Jungs. Mein Online-Laden wird doppelt so wenig Service zum dreifachen Preis bieten. Dann bis später mal. Wir möchten etwas kaufen. Ich biete die besten Waren im ganzen Lande feil. Sag ihm, wir zahlen das Doppelte, nur damit er aufhört, so bescheuert zu reden. Womit kann ich das Herz der Knappen erfreuen? Was hast du anzubieten? Oh, nicht allzu viel. Nur eine tödliche biologische Waffe. Toll! Biologische Waffen? Wir wollen uns ja kein Urteil anmaßen. Du vielleicht nicht. Aber ist bakterielle Kriegsführung nicht irgendwie ganz unten am Südpol der Ethik? Tja, ich muss im Geschäft bleiben, Leute. Wenn sich ein Waffenschieber mitten in meinem Laden breit macht, muss ich den Einsatz erhöhen. Na gut, was soll deine biologische Waffe denn kosten? 1 Milliarde Dollar. Ist gekauft. Was ist schon 1 Milliarde mehr oder weniger bei dem Haushaltsdefizit? Tut mir leid. Aus Sicherheitsgründen nehme ich hier im Laden kein Bargeld mehr an. Ihr müsst online bezahlen. Irgendwie wirklich null Service. Vielen Dank, sehr freundlich. Bei genauerem Nachdenken, vergiss es. Wie es euch gelüstet. Aber denket an meine Worte. Wenn ihr dereinst in den abgefackelten Wüsteneien umherirrt, Knappen, ohne eine magische Möglichkeit, euren Leib und euer Leben zu verteidigen. Bis später, Bosco. Wohlan ins Schlachtgetümmel. Mit Gottes Segen, Verteidiger des Auenlandes. Was ist passiert? Bin ich am Aufwachpunkt? Kommt sie wirklich wieder zu sich? Wach auf, Sybil. Wir haben dich von dieser fiesen Technobrille befreit. Spinn ich oder habt ihr mir gerade mit einer Kanone eine Ratte an die Birne gefeuert? Wie du das erzählst, klingt das nicht halb so cool. Ich hoffe, du bist nicht allzu sauer. War die einzige Möglichkeit, dich aus der Hypnose zu reißen. Ich war nicht hypnotisiert, hab ein Computerspiel getestet. Nicht zu danken. Als Freelance-Police ist das unser täglich Brot. Danken? Ihr Schnarchnasen habt mir den neuen Job vermasselt. Ist ein neuer Job rumzuhampeln wie eine hyperaktive Bauchtanzschülerin beim Fächertanz? Der Job ist schon vergeben, Lady. Als Freelance-Police ist das unser täglich Brot. Ich bin Beta-Testerin. Mit dieser Brille habe ich Realität 2.0 getestet. Jetzt guckt nur, ihr habt sie kaputt gemacht. Ich habe noch nicht mal die Kaution abbezahlt.
Ah, Realität 2.0. Dachte ich mir schon. Das ist ein neues, interaktives Multiplayer-Online-Adventure-Spiel, das man mit der Client-Software und dieser Virtual-Reality-Brille über einen Wi-Fi-Link auf einem Remote-Server spielt. Du solltest vielleicht für meinen technologisch eher unbegabten kleinen Freund hier einige deiner komplizierteren Fachtermini etwas erläutern. Dieses Wort Realität verwirrt mich etwas. Oh, tut mir leid. Ich vergesse immer wieder, dass ihr beide Luditen seid. Sind wir gar nicht. Wir sind nur sehr gute Freunde. Realität 2.0 ist wie ein Videospiel. Man zieht diese Brille an und betritt eine andere Welt. Das wird das Größte überhaupt im Internet. Ich habe dich so nie als Computerfreak eingeschätzt, Sybil. Wie hast du diesen Job gekriegt? Ich habe mir online ein paar Arbeitsangebote durchgesehen und eins war direkt nebenan. Lefty ist wieder da? Ich kann es kaum erwarten, ihn zu sehen. Sam, weißt du zufällig, wo ich meine gute Machete hingelegt habe? Nein, Lefty ist weg. Zack hat die Räume jetzt angemietet. Ein Zack ist hier nebenan eingezogen? Als ob du nicht oft genug in der Gegend wärst. Was brauchen wir da noch mehr Säcke? Schon mal vom Knüppel aus dem Sack gehört, mein vorlauter Freund? Zack hat nichts mit Säcken zu tun. Das ist eine Abkürzung für Selbsthilfe, Dings da, weiß ich nicht mehr so genau. Denkst du das Gleiche wie ich, Max? Das wage ich schwer zu bezweifeln. Diese Sackgesichter stecken bestimmt hinter unserer Computerkrise. Was ist denn los mit der Brille? Ihr habt sie kaputt gemacht. Das ist damit los. Sieht aus, als wäre der Refaktizierungschip für die Downstream-Signalproturbierung am hinteren Verwerfungslot defekt. Er hat nicht die leiseste Ahnung, wovon er da quasselt, oder? Hat er nie. Was ist ein Beta-Tester? Ich spiele Computerspiele und suche nach Bugs, also Fehlern, die vor der Veröffentlichung noch behoben werden müssen. Braucht man dazu nicht eine gewisse Berufserfahrung? Nö, man spaziert nur durch die harte Arbeit anderer Leute und zeigt auf alles, was sie falsch gemacht haben. Schließlich war ich vorher Therapeutin. Schon vergessen? Sind Computerspiele nicht eine gigantische Zeitverschwendung? Die sind gar nicht so übel, solange man nicht in irgendeinem langweiligen Endlosdialog feststeckt. Habt ihr überhaupt sowas schon mal gespielt? Davon wird man antisozial, gewaltbereit, gewissenlos und abhängig von sofortigen Belohnungen. Daher erschien uns das redundant. Miss Peter, Sybil. Ihr findet mich in der Schlange beim Arbeitsamt.